Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch den Mesh Wi-Fi Extender von TP-Link. Das Ganze habe ich auch hier. Es ist schon ist leider etwas überblendet. Ich habe das Ganze mit euch zusammen schon mal ausgepackt. Das erste, was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Verarbeitung erstmal recht billig ist. Hier auch dieser Knopf hier an der Seite. Wenn es den Job tut, den es tun soll, nämlich mir schnelle Internetgeschwindigkeit an meinem PC liefern, dann bin ich damit vollkommen zufrieden. 30 Euro hat das Ganze gekostet. Erstmal die Funktion des Ganzen ist, ein ganz normaler WLAN-Repeater zu sein, also den zum Beispiel hier einzustecken und den per, soweit ich das verstanden habe, per LAN zu einem WLAN-Router selbst sozusagen zu machen oder das Ganze über WLAN sozusagen mit dem Router verbinden und dann ein LAN-Kabel aus diesem Teil in mein PC laufen zu lassen. Das Letztere werden wir jetzt einmal probieren und schauen, was wir für eine LAN-Geschwindigkeit hinbekommen, ob das Ganze so leicht funktioniert, wie es hier abgebildet ist. Ja, die Installation ist wirklich ganz einfach. Als erstes steckt ihr das Gerät in die Steckdose, dann drückt ihr an der Seite den Suchen-Knopf und geht als nächstes zu eurem Router. Drückt dort auf WPS, bei mir steht auch noch Connect dabei, dann verbinden sich der Router und der Verstärker selbstständig. Als nächstes müssen wir nur noch das LAN-Kabel einstecken. Wenn das Licht rot leuchtet, ist es an einer nicht so guten Position, bei mir ist es so zwischen rot und gelb. Jetzt stecken wir das LAN-Kabel in meinen Computer und in den Router selber und als nächstes sehen wir, was die Tests sagen. Also Leute, kurzes Video, kurze Bewertung. An sich war die Einrichtung wirklich super schnell, alles ging super easy und ich war wirklich ganz schnell war das Ding verbunden. Auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben von mir, was man dazu sagen muss. Erstmal, die Verarbeitung ist natürlich billig, was will man bei 30 Euro mehr erwarten. Und die LAN-Geschwindigkeit nimmt natürlich auch etwas ab. Wenn man da wirklich die gleiche Geschwindigkeit haben will wie der Router selber oder sogar noch mehr, wenn der Router mehr ausgeben kann, dann muss man sich da wirklich im höheren Preisgebiet umschauen. Das ist sogar nicht mal das mittlere, da wäre man so bei 50 Euro, sondern das ist eher das untere Preisgebiet. Und dafür bekommt man hier wirklich preis-leistungsmäßig das Beste, würde ich behaupten. 30 Euro, ein bisschen weniger Geschwindigkeit, einfache Einrichtung. Was will man mehr haben? Das gibt auf jeden Fall einen Daumen von mir nach oben. Gebt diesem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche in einem neuen Video wieder. Bis dahin, ciao.